Hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal Stunno Gaming und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Forza Horizon 5. Es gibt hier irgendwie eine neue Funktion von Forza Horizon 5. Keine Ahnung, wie die da reinkam. Ich habe auf jeden Fall kein Update gemacht. Vielleicht hat die Xbox das automatisch irgendwie gemacht. Ich weiß es aber nicht. Leute, wie immer, ich bin noch ein bisschen krank, das heißt, ich huste im Video. Ich hoffe, es ist nicht schlimm für euch. Ich würde sagen, wir drücken hier erstmal auf OK und auf B. Willkommen zurück, Colin. Ja, moin moin. Und fahren hier erstmal mit unserem RS3. Und das könnte Copyright-Musik sein. Bitte mach die aus. Oh, danke. So. Das hier ist unser Audi RS3. Also mein Audi RS3. Ihr wisst, Audi ist meine Lieblingsmarke und Lambo ist mein Traumwagen, also eins von den Lambos. Genau. Eigentlich meine ich alle Lamborghini-Autos, die sind alle geil. Weil mein absolutes Lieblings-Lamborghini-Auto, das hängt tatsächlich hinter mir an der Wand. So, wir haben hier irgendwie wieder einen Scheunfund gekriegt. Und holen uns hier mal ein Auto ab. Erster 911er überhaupt. Die Carrera endete 1955, aber den Namen mussten sie zurückbringen. Sei nur vorsichtig, wenn du damit durch Mexiko fährst, no? Los Boah, Caminos da draußen sind holprig. Das ist auch so ein geiles Auto, ne? Oh Mann, ich hasse es. Husten ist so nervig. Also es gibt anscheinend noch 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Ja, die zwei habe ich sogar auch schon gefunden, die hier. Also Ford und einmal den. Und die zwei sind tatsächlich noch, die vier sind noch unbekannt. Ich sage einfach zwei. Alles klar. Ich weiß jetzt gar nicht, was wir machen müssen. Ich schätze mal Rennen fahren. Guck aber mal kurz. Ja. Nachrichtenzentrale. Was gibt's hier schon wieder? Die haben, hat sie sich auch geändert, oder was? Müssen wir mal kurz alle durchgehen. So. Ach, wieder 6 Geschenke. Ich will keine Kleidung. Ich kann hier irgendwas herunterladen. Alles klar. Machen wir doch einfach mal alles mitnehmen, was hier einem geschenkt wird. Race-Off-Belohnung. Auch herunterladen. Absolut keine Ahnung, was das sein soll, aber egal. So, und die löschen wir einfach. Okay. So. Mal hier wieder alle Nachrichten durchgehen. Okay, so. Was wollen wir machen? Das ist jetzt die Frage. Ich denke mal wieder ein Rennen. Na ja, wie sogar 3 Sterne, geil. So, wir haben dieses Rennen hier noch nicht gemacht, sehe ich gerade. Dann machen wir das doch mal, oder? Ja. Fahren wir mal mit unserem. Bei nächster Gelegenheit. Erst 3 hin. Auch ein geiles Auto. Der S7. Den finde ich. Jetzt habe ich irgendwie ein neues Auto erhalten. Warum haben wir jetzt ein neues Auto erhalten? Egal. Ich kann dieses Spiel auch tatsächlich bald mit dem Lenkrad spielen. Das wird auch nochmal richtig geil dann. Was heißt bald? Es dauert noch ein bisschen. In 400 Metern links abbiegen. Aber das dann mit dem Lenkrad zu spielen, wird natürlich auch noch geil. Aber man merkt schon, bei 200 ist so ein bisschen Limit. Oh, aber. Also bei 200 ist tatsächlich Limit bei dem RS3. Man kann ihn ja noch tunen, ne? Ich glaube, der ist sogar ungetuned. Weiß es aber gar nicht. Sondern, dass wir gerade wieder auf einer Autobahn sind. Der sieht auch in, ja, den innen drin weiß ich jetzt nicht. Kennt ihr die, also kennt ihr die Navigations-, also den Monitor von den RS7 und sowas? Die finde ich ganz geil. Ah! Im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt nehmen.
Ja, ein bisschen hier Rasen gehen tue ich. Zack. Okay, da bin ich auch schon da. Ich werde aber jetzt das Auto wechseln wahrscheinlich. Du hast dein Ziel erreicht. Mann. Mann, dieser blöde Husten hier. Guck mal, man hier sein. Ja, man kann sein Auto ändern. Das ist doch geil. Welches nehmen wir dafür? Ich würde sagen, den Bugatti wieder. Weil der ist sogar sehr geil. Und wir nehmen den auch. Ich bin eigentlich mit dem Bugatti immer gefahren und der hat mich noch nie enttäuscht und ich glaube an ihn. Und ich hoffe, dass er das schaffen wird. Ich weiß tatsächlich gar nicht, um was es hier überhaupt geht. Mmh. Wir haben ja schon geile Wagen, wie man sehen kann. Selber habe ich 1,8 Millionen Credits. 1,8. Okay. Man merkt schon, mein Auto ist noch nicht so schnell. Ja. Ich glaube, ich werde jetzt überholt, aber das macht nichts. Oh. Okay, jetzt. Ja gut, die haben einen besseren Topspeed, ne? Das Ding driftet auch so unnormal stark. Ja, ich bin Fünfter, das ist schon mal gut. Ich weiß nicht, ob wir Erster werden, ich schätze mal nicht. Was macht nichts? Wir werden ja sonst meistens ein Erster. Ah! Fahren Sie! Schönes blaues Auto. Ich will nicht aus dem Leben geschallert werden. Oh Mann, dieses blöde blaue Auto. Jetzt hat er gerade Rache genommen. Jetzt nehme ich wieder Rache. Was? Palm! Ja, das hat mich jetzt gerade komplett aus dem Leben geschallert. Ich spule mal eben kurz wieder zurück. So. Ah. Bitte jetzt diesmal nicht in den Palm rein. Was machst du da? Okay. Ganz gut gefangen eigentlich. Die Kurve, die habe ich jetzt schlecht genommen. Die habe ich unnormal schlecht genommen. Da werde ich direkt von zwei überholt. Einen habe ich wieder überholt. Den weißen noch nicht. So, jetzt gibt es mich. Stopp, 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 stopp. Ja, Kurve gut genommen. Am Ende nicht so geil. Okay, okay. Ja, ich, mein Auto bricht aus. Alles im grünen Bereich drauf. Kommt der blaue jetzt auf einmal, ja? Okay, ich bin Vierter, ich bin Vierter. Ob der Bugatti eine gute Entscheidung war? Ich weiß es nicht. Ich bin Vierter und ich bleib auch Vierter. Geil. Ist geil, ist geil, ist geil. Ist zwar nicht Erster, aber Vierter bin ich zufrieden. Ja, wir waren einfach, also von den Kurven her waren wir schlecht. In den Kurven, also hätte ich ein Auto, was besser Kurven fahren könnte, dann wäre das, glaube ich, gut gewesen. Ja. So, jetzt muss ich mal kurz gucken. Wir brauchen noch 3300 Auszeichnungspunkte, um weiterzumachen. Ich habe auch den Bugatti Divo, wie man hier sehen kann. Okay. Okay, okay, okay. Jetzt müsste hier stehen, dass ich das auch gefahren bin, ne? Ja, hier. Was ist das denn hier? Ach, keine Ahnung. Ja. Oder war das das hier? Ja, tatsächlich war das das. Hä?
Ach so, man, ich soll gewinnen. Ja, gut. Ach, wahrscheinlich ist das, wo ich hier überall diese Häkchen habe, da, wo ich gewonnen habe. Ich verstehe das jetzt. Ah, ne, jetzt. Jetzt hat er das, glaube ich, gezählt. Nö. Egal. Leute, wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinem Discord vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr keinen mehr verpasst. Habt einen Traum auf den Tag. Haut rein, Leute, euer Sando. Ciao, ciao.